Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück. Let's Play Dungeons 2 mit mir, Elo. Und meine Vermutung war richtig, das war in irgendeiner Form buggy. Ich habe es gerade schon mal ausprobiert, nämlich jetzt können wir hier nämlich durchlaufen. Im sterbenden Wald hatte sich eine Passage direkt nach Schunkelhain aufgetan. Yay. Die flammende Legion rückte in Richtung der Stadt vor. Hoffentlich würde nicht noch in letzter Sekunde ein Magier mit einer Elfenarmee auftauchen. Okay. Magier, Elfenkavallerie. Ich würde sagen, da ist sie. Kommen die hier angerückt? Ja, okay. Ja, doch eine ganze Menge Leute. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, würde ich nämlich sagen, Geld haben wir ja eigentlich mehr als genug. Ich denke mal, den einen wird es da jetzt zerrissen haben. Vermutlich zumindest. Sammeln hier. Oh. Als mein Banner, okay. Gut, dann Action Halligalli und überhaupt machen wir hier oben mal ein bisschen mit. Wo wollen die hin? Die holen sich jetzt noch ihren Sold, oder was? Boah. Ach. Fällt ihnen auch schon auf, dass es hier Ärger gibt, oder was? Jungs, Jungs, Jungs. Die Erfahrungspunkte wollen wir nicht beschwören. So. Haben wir doch wen umgebracht. Haben wir auch verloren. Sieht eigentlich gut aus. Könnten wir jetzt mal unsere Gegenoffensive starten? Oh. Vielleicht sortieren wir mal ein bisschen Gold um. Vielleicht hier hin. Ist auch voll jetzt, ne? Okay. Mal ein bisschen noch erweitern das Ganze. Hier würde ich jetzt tatsächlich mal zuschütten wollen. Ja, wer hätte das gedacht, dass einfach mal der Goldkram zu teuer geworden ist. Eigentlich mal ein bisschen was erforschen hier noch. So ein Meteor klingt irgendwie total awesome. Sich nur jeder mal irgendwie hinbewegen. Die haben wir alle. Ja, auch mal vernünftig zusammenbauen. Sehr gut. Das erste haben wir erforscht. Müssen wir jetzt ja so ein Meteor machen können. Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug. Nein, es ist ein verdammter Meteor, der aus dem Himmel kommt und auf die Gegner niederrasselt. Okay, gut. Ah, das Schmieden scheint hier noch einen kleinen Augenblick zu dauern. Bewundern für Dummies. Mana-mäßig ganz schön abgebaut, aber ist nicht so schlimm. Na, jetzt so, wenn wir nämlich die beiden Sachen fertig haben, würde ich sagen, ziehen wir mal einen Kampf, wa? Zack, 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 zack. Reicht mit dem Anbeten. So, und da wollen wir hier drüben raus. Alle hinaus. Und dann geht's los.
könnten wir eigentlich intern, könnten wir allerdings hier mal noch so einen Typen und so einen Typen und so einen Typen eigentlich von jedem noch einen gebrauchen, damit die Guten ein bisschen nacharbeiten, nachbauen. Also der Hase ist quasi schon vom Zugucken umgefallen, aber hier sind dann noch mehr Elfis. Jetzt geht's los hier. Ein Fuchs. Oh, der mächtige Hieb braucht zu lange. Da fallen die Typen zu schneller um als. Einer von den Spinnentypen ist gestorben. Es ist Zahltag. Ich wollte eigentlich nur einen von den Heilfleisch, Gemütlichkeit, weiß, wo er hinschlagen muss. Der Zeher. Dann kriegst du mal plus 3 Rüstung, auch wenn das nicht so richtig Sinn macht. Aber haben sie den einen jetzt wieder hingestellt? Nee. Die Zauber können halt irgendwie nur zu Hause benutzt werden. Das ist total bescheiden. Ja, hier mal die Häuser abreißen. Mal zeigen, wer hier Herr im Hause ist. Irgendwelche Stadtwachen, Hasen. Hase muss weg. Jetzt rasten wir so richtig aus, weil das Spiel so lange hat warten lassen. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher. Ich glaube, dass ich das andere Böse immer noch cooler finde. Es sind Feinde finde. In eurem Dungeon. Scheiße, wie komme ich jetzt rechtzeitig zurück? Gar nicht wahrscheinlich. Müssen wir uns beeilen. Nein! Können wir die hier irgendwie schon mal ein bisschen ablenken? Ich glaube nicht, dass ich die ausreichend getötet kriege. Du brauchst dich mit denen jetzt so gar nicht anlegen, glaube ich. Ja, die Jungs haben sogar ihren Sold bekommen. So, alle mal in den Thronsaal werfen, sammeln. Ach, da haben wir nicht genug Mana für. Achso, ja, okay. Na, jetzt sterben hier natürlich ein paar. Aber ich vermute mal, dass jetzt meine normalen Typis auch relativ schnell. Der Thronsaal wird angegriffen. Nein, ist nicht so. Na, jetzt nicht, dass wir jetzt hier noch. Oh, ich will eigentlich keinen auswerfen. Ich hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Ja, vielleicht mal noch so einen Diener hier reinwerfen. Ist er sich da opfern? Ja. Fühlt sich sonst so an, als könnten wir nicht so richtig was mit denen machen. So, jetzt mal Mana auffüllen. Lebenspunkte ein bisschen auffüllen. Ich noch mal das ein oder andere auch erforschen. Thank you.
Irgendwie so hier. Und dank diesem kleinen Buch ist die Bewunderung an Radina zwar noch geheuchelter, aber auch effektiver. So langsam alle wieder fit oder liegt bewusstlos am Boden. Immer noch. Sehr gut. Schattententakel bauen. So, Rumlords, wie sieht's aus? Was macht der Feuriger? Der müsste ja eigentlich auch gleich soweit sein. Vermute ich mal. Ja, na, dauert irgendwie, aber okay. Irgendwas ist ja immer. Es ist Zahltag. Schon wieder Zahltag? Schlimm, 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 schlimm. Nur noch so wenig Spinneneier. Aber eigentlich ist mir das mit dem Zahltag jetzt auch irgendwie so ein bisschen egal. Ich wollte jetzt auch mal irgendwann dann hier mal durchkommen, wa? So, die mal hier rauswerfen. Dann einen von den Mana-Wichteln hier nochmal bauen, den habe ich irgendwie entfernt. Und dann fallen wir mal wieder in die Stadt ein. Und euch ruhig mal ein bisschen beeilen. So, was bauen die hier? Ein bisschen Mana ab. Oh. Warum auch immer er hier rumspinnt. Mal noch so einen normalen Typi bauen. Auf die Kanone. Auf die Elfis. Zählt als mein Lied schon? Oh, da tun wir doch ganz schön drauf jetzt, ne? Im Hochbereich sogar nur eigener Dungeon. In euren Dungeon eingedrungen. Kommen die schon wieder?
jetzt einfach versuchen, Schluss zu machen. Aber es scheint nicht zu gehen. Du, jetzt heißt es, wär's schneller, ja? Schunkelhain war vernichtet. Die flammende Legion des chaotischen Bösen hatte gesiegt. Yay. Das Gejammer der Elfen war noch Meilen entfernt zu hören. Ein guter Tag. Oh Mann, durch den Bug hat das jetzt natürlich ganz schön lange gedauert, aber war trotzdem eine coole Mission. Wieder ein Haufen Gags drinne, sehr lustig. Und ja, dann sonne ich mich weiter darin, dass ich besser bin als Archimon, und dann gucken wir mal, wie wir mit welchem von beiden Bösen wir dann in der nächsten Mission weitermachen. Tschüss!